Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. So war das. Wir haben den kleinen Pino gefunden. Pinocchio wurde gerettet von uns, mit Gegengift geheilt und, Kamera ist jetzt wieder mal ein bisschen weiter ein Stückchen runter, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie Dinge besser sehe, aber ich bezweifle es. Irgendwas ist immer im Weg. Oder halt eben hinter mir. Diese violetten Tränen verleihen diesem Wandbild etwas Makaberes. Gut, dann gehen wir jetzt hier ins Zimmer nochmal. Oder auch nicht. Oder wo wollen wir eigentlich hin? Gibt's hier was zu erledigen? Wir gehen dahin, wo die Sternchen sind. Das ist wohl das Beste, was wir tun können. So, nein. Geh mal wieder zurück. Geh mal wieder zurück. Da können wir auch gar nichts mehr machen. Den Aal hatten wir ja schon. Den biestigen Aal. Vielleicht können wir jetzt hier so eine Sphäre oder so reintun. Oder die Ziertafel oder was? Nee, das passt da nicht rein. Den Mond haben wir auch nicht. Diese hölzerne Sphäre. Das Horn, das haben wir auch. Das soll auch irgendwo rein. Wieso leuchtet das hier eigentlich schon? Weil wir es schon gefunden haben wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Was soll denn hier sein? Doch, hier? Ach doch, das Ding da. Das haben wir. Okay. Aber das bringt uns trotzdem nicht so wirklich weiter. Das war wirklich nur eine Kleinigkeit, die man hier machen kann. Was sollen wir zu den Untoten? Wo sind wir jetzt? Ach so, Untergrundtunnel. Ich hab zu den Untoten. Vielleicht hier bei der Tür noch ein Fischi, den man einsetzen kann. Hier gehören doch diese Flaschen rein. Genau. Meeresseelensphäre. Ziertafel. Gut, dann haben wir ja aber fast alle hier. Das ist ja wunderbar. Vielleicht hier mal wieder hinschlendern? Ach, komm. Da kann noch das rein. Sehr schön. Und da wartet auch direkt ein wunderschönes Wimmelbild auf uns. Die Dinge holen wir uns natürlich. Hier Nadel und Garn. Ach so, nee, das ist nicht. Das, da liegt eins, aber wir sollen das hier sammeln. Nimm es dir. So, das blaue Dingsbums. Okay, wieder eingefroren. Den Seestern. Das da. Ein grünes Röhrchen. War das das? Richtige. Okay, noch ein rotes. Das liegt da. Nimm. Das Korkendingsbums. Das da. Nimm. Die Muschel fehlt mir immer noch. Die Muschel. Ich klicke mal hinter mich. Okay. Da war nichts. Ach, das Grünzeug hier. Das Grünzeug können wir auch mitnehmen. Wo ist denn diese doofe Muschel? Muschel. Und das hier. Schlachtschiffflasche wird das auch. Dann können wir die ja auch gleich in die Tür packen. Ich brauche mal einen Tipp hier. Was war das jetzt? Ach, da war noch was ich nicht gesehen habe. Ist das jetzt alles grau? Ich habe doch alles, ne? Den Seestern und so habe ich. Ich suche jetzt immer noch die Muschel. Toll. Dachte, die wird mir jetzt per Tipp angezeigt. Die ist doch so beigefarben. Die ist doch bestimmt irgendwas beigenem. Beigenem da getarnt. Sicherlich. Glaube ich. Ist bestimmt hinter mir. Gib mir mal einen Tipp. Nein, sie ist da hinten in der Ecke. Schweinebacken, ey. So, ich suche schon wieder was Business. Und zwar das hier. Und das ist doch da. Fertig. Schön. Toll. Was kann da rein? Hier war wahrscheinlich eine Plakette oder ähnliches zu finden. Schon wieder eine Plakette. Okay. Ja, dann, ich suche immer noch den Mond, den einen, den ich noch nicht eingesammelt habe, weil ich immer noch gerade nicht mehr weiß, wo ich den suchen soll. Obwohl ich gesagt habe, dass ich das offline mache, aber nicht so gut geklappt. Ja.
Dann packen wir mal erstmal diese Flasche da rein, würde ich sagen. Zack. So. Geht das hier auf? Huch, da waren wir doch noch nie. Oh, ja, ja, Sequenz. Ich weiß schon. Vergessene Höhle. Kommt jetzt. Was ist mit dem Fisch? Das muss wohl so etwas wie eine altertümliche Gottheit sein. Ich bin mir sicher, dass ich ihn vorher schon irgendwo gesehen habe, aber mir fällt es jetzt partout nicht ein. Der Big Fish Games Fisch? Dieser Knabe kommt mir bekannt vor. Sieht jedenfalls genauso aus. Da ist der Mond gewesen. Und was haben wir hier Schönes? Ein Delfin. Die Meeresgüstern was? Die Meeresgüstern flüsterte mir zu, vollende die elementare Maschine und niemals wieder wirst du das Gesicht eines Monsters sehen müssen und wirst befreit sein von den Ketten, die dich an das Unterwasserreich fesseln. Wir sollen die nicht... Ja, aber das Monster war das jetzt, der Aal. Die dich in das Unterwasserreich... Aber ich glaube nicht, dass das das Monster ist. Da kommt bestimmt noch was. Wo befindet sich die Krone? Ach, der kriegt eine Krone noch. Krabbenmünze, Delfin. Okay. Der Fisch, da weiß ich, wo der hingehört. Das könnte der Körper einer Marionette sein, doch die Arme fehlen. Warte, kann... Nee. Wenigstens sieht man das Kreuz jetzt besser. Wir haben doch so Zeug. Vielleicht das als Kopf? Nee. Oder das hier? Die Arme fehlen. Wir haben doch hier so viel Puppengedöns. Der Kopf der Puppe fehlt. Können wir da das Ding draufsetzen? Nee, es ist eine Sphäre. Ich weiß auch nicht, wo diese doofen Puppen hingehören. Ja. Unser Detective sagt aber auch irgendwie gar nichts dazu. Jetzt so. Dann gehen wir mal ins Thronzimmer. Hier waren wir ja heute auch noch nicht. Den Tee hatten wir, glaube ich, schon, wie immer. Ist hier der Mond? Hatten wir hier schon einen Mond? Ich weiß doch nicht, wo ich in welchem Raum immer schon einen eingesammelt habe. Ist das hier ein... Nee. Ich habe ja jetzt hier auch schon wirklich viel rumgeklickt. Jetzt kann man da hinten auch gar nicht mehr hingucken, dank mir. Ach, da kommt der Delfin rein. Krabbenmünze, da gehört das nicht. Dann brauchen wir noch... Was ist das hier? Ist noch ein Delfin? Eine Walform, okay. Sah auch gar nicht so delfinisch aus. Aber okay. Dann ist das hier auch erledigt. Dann gehen wir zum Palasteingang. Ach so, weil hier der Fisch reingehört. Warte, an die Stelle nehme ich mal an. Und das komische Vieh hier auch noch gleich. Dann fehlt noch der große Fisch. Da ist jetzt noch Pech. Der große schnappt den kleinen, der kleine den kleineren und der ganz kleine dann den kleinsten. Ja, ich bin schon wieder auf der Mondsuche. Ja, ja. Wenn ich einfach mal nichts tue und einfach nur vor mich hin starre, könnte es daran liegen. Wir sollen, glaube ich, genau einen weiter noch. Was können wir hier machen? Plakette einsetzen. Hier Tafel gehört die vielleicht da rein. Tatsächlich. Hätte ich ja schon direkt erledigen können. Ah, da ist ja der Fisch, der den Kleinen jagt und so. Ja, dann. Schnapp! Schnapp ihn dir. Ach, hier haben wir doch einen Arm schon. Ja, aber nur einen. Aber einer ist besser als keiner. Ja. Da ist die Krone. Neue Auszeichnung. König des Meeres. Finde alle Orte, wo sich... Ja, das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Dieser Knabe kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Okay. Tschüss. Ach, hier gibt es noch was zu erledigen. Was denn? Ach, so wegen der Puppe. Und einen Arm kriegst du auch gleich noch dazu geschenkt. Eine Zange haben wir auch. Könnte ja kommen, ne? Doch die Arme fehlen. Also ein Arm noch. Habe ich mir fast gedacht. Den kriegen wir bestimmt noch irgendwo her. Zum Beispiel da. Hier gibt es ja schon wieder was zu erledigen. Was ich übersehen habe. Ach, das Horn. Das Einhorn. Wehe, den Tee
Den Tee. Hatte ich. Hoffentlich schon. Raum glüht warm wie ein Schrein oder so. Vielleicht ist die Prinzessin, die in diesem Zimmer wohnt, schon gestorben. Ja, aber nur weil es glüht, ist dann jemand tot oder was? So, dann kriegst du deinen anderen Arm und jetzt lade die Holzsphäre auf. Ach so, hier in der gruseligen Puppenkiste. Da kann man sowas machen. Oh, ein Rätsel. Erreiche das markierte Feld mit einer begrenzten Anzahl von Zügen, sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären und du erhältst zusätzliche Züge. Das kennen wir ja schon, auch mit dieser China-Musik wieder. Muss ich jetzt... Ich glaube, ich muss nicht alle Sphären sammeln, wurde mir auch mal gesagt. Okay, das war's schon wieder hier mit mir. Wieso fange ich denn dann von vorne an? Das verstehe ich auch immer nicht. Wenn ich beim Blauen bin, darf ich nicht zum Blauen oder what? Achso, weil mir dann die Züge ausgehen. Okay. Was gibt der Rote? Nur einen oder was? Warum? Machen wir das wieder auf die Art? Wieso geht das denn nicht? Eins, zwei. Hä? Wieso? Der zieht das ab oder was? Zieht der Rote ab? Jetzt habe ich noch drei. Jetzt habe ich nur noch einen. Aber die Roten sind also schlecht. Die Roten sind schlecht, Leute. Da muss man aufpassen. Und beim Roten fängt man auch direkt wieder von vorne an. Das ist nicht gut. Wie kommt man denn dann an den anderen? Eins, zwei. Wenn ich jetzt da reingehe, habe ich Pech. Nee, dann kommt man... Aber dann würde ich ja auch hier wieder von vorne anfangen. Also hier geht das. Aber wenn ich dann bei dem hier bin, bei dem Roten, dann fange ich wieder von vorne an. Wenn ich hier bei dem Roten war, dann habe ich noch einen. Hä? Jetzt habe ich noch zwei Schritte, die ich gehen kann. Ich jetzt mal einen nach unten. Dann habe ich jetzt nur drei Schritte, ja? Gehe ich dann. Okay, wieder nur ein. Jetzt habe ich zwei Schritte. Eins. Und dann ist Zero, weil mir der abgezogen wurde. Okay. Ja gut, das ist natürlich blöd gelaufen. Jetzt habe ich noch vier Schritte. Eins, zwei, drei. Guck mal, dann gehen wir doch... Machen wir mal so. So. Nee, das geht nicht, weil wenn ich nur noch einen habe... Und da den Roten gehe, dann habe ich gar keinen mehr und dann fange ich von vorne an. Das geht also nicht. Dann muss man doch... Nee, das ist auch blöd. Das geht auch nicht. Ich bin verwirrt. Eins, zwei, drei. Vielleicht einfach mal nach da lang gehen. Nee, es geht auch nicht. Es geht nur hier. Wieder zurück. So. Hä? Bin ich jetzt doof, wenn ich jetzt hier lande? Dann habe ich noch einen. Okay, das geht wieder nicht. Oh Mann, ey. Eins, zwei, drei. So, jetzt hast du vier. So, jetzt hast du zwei. Gehst du da noch und hast du wieder neue. Geh mal dahin. Dann kommst du da raus und fängst wieder von vorne an. Okay, das habe ich verkackt. So. Das kriegen wir hin. Eins, zwei, drei. Gehe ich jetzt da lang. Oh, ist das ein Fehler? Nö, geht. Nee, scheiße. Oh Mann, ey. Das schaffen wir schon noch. Pass mal auf. Jetzt haben wir noch drei. Wenn ich einfach mal außen rum gehe. Guck mal so.
So. Eins, zwei, drei. Ja, das könnte gehen. So, jetzt bin ich da. Guck mal. Drei Schritte. Oh Gott. Yeah. Okay. Ja, nächste Runde. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt man schon mal zum Grün. Das ist doch gut. Zwei. Dann habe ich noch einen Schritt und bin noch drin, oder? Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay. Ja, man muss ja erstmal hier anfangen, oder? So. Nee, es geht auch nicht. So, zwei. Eins, zwei. Das geht noch nicht. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Dann gehen wir doch um den Roten herum. Man muss doch da nicht reingehen. So, dann bin ich schon mal auf der Seite. Ist doch herrlich. Da darf ich aber nicht reingehen. Oder wie war das? Eins, zwei, drei. Das geht auch nicht. Oh Mann, eins, zwei, drei. Nee, dann fange ich wieder von vorne an. Das ist blöd gelaufen. Es muss schon richtig sein, damit wenn man vier hat. So. Und dann könnte ich zu dem wieder zurück und mir den noch holen. Oh, das ist auch blöd, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlaui war. Nee, es war nicht schlaui. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber hin und her gehen, das... Nee, ich mach das jetzt mal erstmal, dass ich da wieder hinkomme. Passt schon. So. So, zack, bist du da drüben. Jetzt hast du noch zwei. Piam, 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 piam. Keine Umwege gehen. So, noch drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Geht das? Och Mann, ich bin schon so weit gekommen. Das war nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt richtig mache, hier den Anfang. Ne? Wenn man den Anfang schon vergeigt, dann klappt ja der Rest meistens auch nicht richtig. Aber ich versuche es einfach mal weiter auf die Art. So. Eins, zwei, drei. Dann habe ich wieder nicht genug. Das geht schon mal nicht. Ich muss hier lang. So. Ja, das muss doch klappen jetzt. So, haben wir es dann? Oh, endlich. Gut. Ich habe nur am Ende jetzt diesen Fehler gemacht. Ja, die Sphäre endlich geladen. Ich muss zur irgendwo hin. Ich muss zur Pinocchio zurückkehren. Ach so. Oh oh. The elements and orbs are not enough. They power the machine, but they cannot control it. You must find the staff of the ancient king. Okay. Dann holen wir uns den Stab. Aufgeladene Holzsphäre. Aber erstmal gehen wir jetzt zum Pino zurück. Ne? Das ist doch okay. Pino! Pino, guck mal. Stop! Thief! Hurry! Let's catch her! Zappalotzi hat die Tür verschlossen.
Ja, Sabalot noch eins. was ist denn mit der Meerjungfrau los? Die wirkte sehr garstig. Wir haben jetzt auch so dramatische Musik. Und jetzt hat sie irgendwie Menschenbeine und läuft weg. Der König sieht auf diesem Gemälde sehr imposant aus. Was sagt Pino dazu? Wir sollen jetzt einfach... Hier können wir einfach, oder... Ändere die Symbole, sodass sie am Ende alle gleich sind. Wähle die Symbole in der Auswahl links aus, um im Spielfeld angrenzende Symbole in dieselbe Farbe zu ändern. Die Anzahl der Züge ist begrenzt. Das kennen wir schon, das Rätsel. Ich fange mal mit Orange. Orange an. Darf ich mit Orange anfangen? Wieso darf ich damit nicht anfangen? Alle gehen, nur der nicht? Hä, bin ich doof? Ja gut, dann gelb. Ach so, weil das schon der Anfang war. Okay. Ich hoffe, die Anzeichen für wie viele Schritte ich noch habe, sind nicht direkt hinter mir. Aber es hat geklappt. Okay, sie sind hier. Sie sind hinter mir, aber es geht noch. Fangen wir mit Pink an. Blö. Ach, das wird schon hinhauen. Also ein bisschen nach Gefühl. Okay, das hat nicht geklappt. Sheet. Dann nehmen wir Pink. Dann nehmen wir Blau. Lila, Orange, Gelb, Pink. Nee, Pink nehme ich jetzt mal nicht. Dann nehme ich mal wieder Gelb, Lila. Jetzt nehme ich Pink, das da, das und ich hab's gleich wieder nicht mehr, ne? Ah, blöd, blöd. Das wird nichts. Ich glaube, ja, zwei Schritte falsch, ne? Ja, oh Mann, ey. Um zwei Schritte nicht geschafft. Das ist doof. Din, 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 din. Fangen wir mit Gelb an. Nee, das war nicht gut. Kannst du mal rausgehen? Ich will das nochmal machen. Hallo. So. Gelb, lila, blau. Ist das jetzt wieder die erste Runde? Es wirkt wie die erste Runde. Oh Mann, ey. Ich will das jetzt schaffen. Pink. Lila, blau, gelb, orange, pink, lila, blau, pink, gelb, lila, blau, orange, ja, gelb, pink, blau. Okay, okay, dann jetzt orange, gelb. Lila. Pink. Orange. Lila. Blau. Pink. Orange. Lila. Gelb. Blau. Pink. Nee, das war nicht so gut. Das hat nicht geklappt. Pink. Blau. Orange. Lila. Pink. Orange. Gelb. Pink. Blau. So, haben wir es dann.
Jawohl. Und da kriegen wir den Wal zum Einsetzen. Das ist gut. Der fehlte uns. Was ist los, Pinocchio? I'll just rest here. Ach, Pinocchio. Was ist los mit dir? Armer Pinocchio. Er kehrt in seine Puppenform zurück. Oh nein. Können wir in den Korridor? Trotzdem. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay. Logisch eigentlich. Was können wir hier noch tun? Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Ach, ich mache mir ein bisschen... Ich frage mich, wo ich die ganzen Monde irgendwie hätte noch finden können. Aber okay. Nehmen wir mal dahin, wo wir hin sollen. Oh. Yes! At last! The orb is mine! Father, wait! Something's wrong! Es ist so schön gemacht. Eine magische Barriere. Dadurch darf ich mich nicht abhalten lassen. Es ist echt ein tolles Wimmelbildspiel. Und wie ich immer tausendmal versuche, irgendwie die Teetassen zu benutzen. So, da ist der Mond, den wir... Also nicht der Mond, sondern ein anderer. Und die Sonne für die Tür. Die Aussparung hat die Form einer Meerjungfrau. Hier brauche ich einen Einsiedlerkrebs. Eine Sirenenfigur wäre hilfreich. Die Aalfigur müsste hier platziert werden. Okay. Meeresdingssphäre. Können wir da auch was einsetzen? Ich denke, das finden wir noch. Was ist das? Der Zauber ist sehr stark. Ich komme nicht durch. Ob es wohl einen Weg gibt, ihn zu brechen? Wahrscheinlich. Ich gehe mal immer über die Karte. Das geht irgendwie schneller im Moment. Hä? Das war vorher nicht hier. Nicht? Ist jetzt alles vertauscht. Oh, da ist noch ein Parabelteil gewesen. Und? Die Prinzessin scheint ihrem Vater zuliebe bereit zu sein, alles zu opfern. Mit jeder Sphäre, die meine Schwestern fanden, wurde das Meer stärker... Was? Verunreinigt? Anstelle gereinigt. Und viele Fische starben. Ich fürchte mich jetzt bereits, was geschehen wird, wenn ich die letzte Sphäre finde. Aber wir sind so kurz davor, wieder normal zu sein. Ich muss finden, um Vaters Willen und für mich. Ja, das kriegen wir hin. Ja, erstmal den Mond hier einsetzen noch. Wuhu! Geht das magische Tor auf. Aussichtszimmer. Dann gehen wir da doch mal hin. I came here for the missing staff part, but the water rose around me. Be careful, it's infested with piranhas. Ja, okay. Das war wirklich eine Falle. Lass uns jetzt die Sache mit dem Zauberstab ansehen. Da ist der Mond erstmal. Das ist gut. Was haben wir hier? Vor langer Zeit, der König schloss Freundschaft mit der Meeresgöttin. Er nutzt ihre Macht, um das Königreich zu schützen und beansprucht den Menschen, dass das für immer so bleiben würde. Ja, das war jetzt irgendwie... Okay. Der Dreizack ist das Element, das bei diesem Relief noch fehlt. Das stimmt. Sie schaut aus, als ob hier alles überdrüssig wäre. Das ist ja cool, wenn man hier raufplitschert, dann kommen die Piranhas und fressen sie fast. Na, es war jetzt ein bisschen hysterisch von mir, aber... trotzdem schön gemachtes Wimmelbildspiel. Ja. Okay. Hierfür müsste ich ein schneeförmiges Element finden. Haben wir denn das jetzt schon wieder? Was ist hier noch alles? Ich vermute, dass das Windbund, Baba, Tsunami und so. Okay. Dreizack wieder mal. Dann gehen wir wieder, ne, meine Jungfrau? Tschüssi, Kowski. Da gibt es gar nichts zu tun. Beim Wasserfall gibt es was zu tun. Hm, das ging ja nicht. Vielleicht mit der Zange? Muss diese Fische aus dem Weg schaffen. Hä? Wenn ich diesen Fisch nicht mit Essen ablenke, verliere ich noch meine Finger. Okay, mit Essen. Fischfutter. Nom, nom, nom. Der Ball ist elektrisiert. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen berühren. Mit der Zange natürlich schon. Weil Zangen leiten keinen Strom. Ja.
Das lernt man hier im Spiel. Das hat gut geklappt. Das ist kein Seewasser, es ist frisch und sauber. Metallkachel. Gehört die denn jetzt nochmal wieder in Sturmmarke? Okay, okay. Okay, okay, okay. Nimm, 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 nimm. Die gehört dann ja erstmal hier wieder zum Sturm. Oh. Cool. Keine Frage, hier gehört der gute Freund von Donner hin. Ja, ne. Oh, hier haben wir auch noch was. Was ist das hier Schönes? Gelber Kristall. Dieses Bild stellt dar, wie der König Macht über die Sphären hat. Okay. Der König! Der König, der König! So, meine schlaue Karte sagt mir wohin. Das ist gut, dann muss ich nicht immer wild herumsuchen. Ja. Da gehört die Kachel rein. Und da ist ein gruseliger Puppenmannkopf. Kopf der Holzpuppe. Okay. Ach ja, und hier fehlt ja noch der Ring. Mensch, was gibt's hier nicht noch alles zu tun? Teetasse? Hatte ich anscheinend schon. Okay. Und du hast ja auch alles schön mitgenommen hier für die Parabeln und so. Können wir jetzt mittlerweile mal eine lesen? Zwei von mir, drei von mir, noch drei von mir. Na toll. Na toll. Immer noch nicht. Alle. Och, diese traurige Musik hier jetzt gerade so. Nee, nö. Nee, nö. Kannst du hier vielleicht was hinstellen schon? Achso, warte mal. Diese Figuren passen auf Königspuppe. Ach, Meerjungfrau, Einsiedlerkrebs, Sirenenfigur, Alfigur. Nee, dann sind das nicht die. Dann sind die das wahrscheinlich doch nicht. Aber ich soll hier was machen können. Was denn? Blauer Kristall. Nee, da soll ich doch gar nicht hin, oder? Was soll ich denn bloß hin? Ich finde eine Möglichkeit, die magische Barriere zu durchbrechen. Ja, ja. Das ist ja. Nein, Holzpuppe. Dann, genau, mach doch mal erstmal den... Komm, der Kopf, der gehört doch darauf. So, Puppe hat wohl einen Umhang. Ich habe aber keinen Umhang. Blauer Kristall, gelber Kristall, Tagmedaillon. Vielleicht in die, genau. Doch, 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 du gehörst da genau da. Das passt wunderbar. Nee, du nicht. Du sollst da rein. So, was ist da drinnen? Der Dreizack. Und ein Schlüssel. Korallenschlüssel. Ja, dann will ich jetzt zum Dreizack. Komm. Sind wir hier noch falsch? Die blöde magische Barriere können wir nämlich noch gar nicht machen. Da gehört jetzt erstmal der Dreizack rein. Ja, ja. So, und dafür kriegen wir eine Göttinnenpuppe und eine Schneemarke. Warte, die Schneemarke gehört bestimmt hier rein. Huhu, eisig. Willst du dazu auch was sagen? Nee, gar nichts. Ja gut, nicht. Nicht. Können wir denn hier Schönes machen? Da, der Schlüssel gehört da bestimmt rein. Passt wie angegossen. Dafür kriegen wir auch schöne Dinge. Oha, da geht das Maul auf. Einsiedlerkrebsfigur und Blumenstab. Um diese Dinge kümmern wir uns im nächsten Part von Dark Parables. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.